Während sich Jalan jetzt ein Lied überlegt. Nein, nein, Prosti, nein, 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 sorry. Da kommt die Reue, da kommt die Reue. Ömer hat dir gerade ein bisschen Zeit gekauft. Jalan darf sich ein Lied überlegen. Die anderen dürfen sich natürlich auch gleich überlegen, wie sie Jalan noch mehr Zeit erkaufen. Ömer, du gehst alleine, vermute ich, weil du bist klein, du weißt, wie man schleicht. Ja. Alvan von Unter aller Tissen geht in Richtung eines Zeltes, an dem ein Rabe prangt. Und du kannst erkennen, dass wohl an diesem Zelt Leomar Almaderich Siegeswild vom Berg sitzen, Barnhelm von Rabenmund und Hagrobald Gundfin vom großen Fluss der Prinzherzog. Wenn Alvan kommt, betreten sie alle das Zelt und verschließen dieses, also verschwinden im Inneren. Oder kann man ja sozusagen in der Nähe bleiben und sozusagen ein bisschen lauschen? Die Zeltwände sind ja sehr dünn. Das geht auf alle Fälle. Ja, aber wenn natürlich viel Lagerfeuer sind, viele Zelte, viel Betrieb, dann muss man natürlich auch sowas wie zumindest sich verstecken. Und da muss man immer versucht er mit sich verkleiden. Er will sich gucken, ob er sich irgendwo jetzt hier vielleicht eine Decke findet, so eine Pferdedecke oder sowas, die irgendwo noch rumliegt, die sich überstülpen, hinten an das Zelt sozusagen ransitzen, auch von der Rückseite, und sozusagen so ein bisschen sich noch irgendwo eine Pulle Schnaps besorgen oder einen Krug mit Schnaps. Und sich dann da hinsetzen und tun, als wenn er jetzt hier etwas zu abgefüllt wäre, hinterm Zelt direkt sozusagen da sitzend. Gut. Wie ein Knappe, der sich etwas zu sehr betrunken hat. Wie ein Knappe mit Pferdedecke. Sich verkleiden plus 5. Jetzt kommt wieder die Doppel-1. Ja, wahrscheinlich nicht, aber wir schauen mal. Noch ich versuche Glück einzusetzen, um die 20 nachzuholen. Ich wollte gerade sagen, es ist noch gelungen, aber besser geht immer. Dann verliere ich keine Punkte dabei, dann habe ich 13. Alle acht möglichen übrig. Achso, genau, 13 plus 5, genau. Aber dann habe ich natürlich jetzt, also maximale Erschwernis ist, da kommen nochmal 6 Punkte drauf, die Maximum Erschwernis wären. Also, ich werde... Kannst du mir nochmal eine Sinnschärfeprobe hören machen, um die verschiedenen Stimmen zuzuordnen? Ja, dafür geben wir einfach mal 3 ASP aus, um meinen Wert zu erhöhen. 6 Punkte, weil im Vorfeld. Ja. Und genau, da kommen 6 Punkte dann drauf auf den Sinnschärfen. Man muss sie antragen. Die Stimme von Alvan hast du schon gehört, die Stimme von Hagrobald nicht, die von Barnhelm auch noch nicht und die von Leomar hast du schon einmal gehört. Ist natürlich ziemlich schwer, aber derjenige, der gerade spricht, ist Leomar. Ich werde noch einmal auf die Drachentöter zugehen und sie darum fragen, was sie wissen und ob man ihr trauen kann. Ich bin zumindest gewillt, dass man sie benutzt. Ich bin nicht gewillt, dass man jetzt einen weiteren Marschall verliert, nur weil er sich in eine lästige Prügelei mit einem eifersüchtigen Ehemann eingelassen hat und deswegen weggeschickt wird zu den Orks. Das sehe ich nicht ein. Wir verlieren nicht nur einen, sondern wenn wir sie nicht benutzen, verlieren wir sogar noch eine zweite starke Hand, die wir brauchen. Und ich möchte sie, wie gesagt, fragen, was sie von ihr wissen und ob man ihr vertrauen kann oder nicht. Und dann will ich sie aus dem Kerker holen. Klingt doch einem guten Plan. Fragt sie einfach. Frau Grabenmund wird sie zumindest aufnehmen. Seid euch dessen gewiss. Ich werde mit meinem Vater sprechen. Wir können sicherlich mit meinem Vater etwas Ablenkung arrangieren. Wenn das soweit ist, nicht so viel. Wir brauchen alle unsere Kräfte, die wir kriegen können, wenn Galotta loszieht. Alleine können wir diesen Feind nicht schlagen. Wie gesagt, ich will die Kräfte nicht schwächen, sondern sie stärken. Und dafür gehe ich auch über Verletzte, aber nicht über Leichen. Also ich werde morgen noch einmal mit den Helden sprechen und sie befragen. Dieser Raphim ist dabei, der stört mich. Basaltfaust. Schauen wir mal, ob wir den noch irgendwie loswerden. Vor allem Fahner kann ich verzichten. Selbst vor Werhe. Währenddessen am Feuer. Wir kaufen Abelmir, Isarun und Raphim Jala noch etwas Zeit. Ich analysiere erst einmal die Kleidung von Alvan und kann darüber mit Abelmir fachsimpeln, der Mode-Koryphäe unserer Gruppe. Ah, seht ihr diesen Stich und diese Kreuznarbe, die ist wunderschön.
und seht den Schnitt unten am Revier. Das ist Silberfaden auch. Schön. Nun, zwar Mode vom letzten Jahr im Kuslik, aber nun ja, für Garrett ist es top modern. Meint ihr? Also, ich fand schon, er ist sehr gut gekleidet, aber ich verfolge auch nicht wirklich die Mode. Nun ja, es gibt sicherlich fähige Schneider hier in Garrett, aber niemand kann sich mit den Kuslikern messen in der Hinsicht. Na, das solltet ihr aber nicht so laut in der Nähe der Reichsbehüterin und der Königin sagen. Ja, sie sind natürlich der Maßstab für die Mode hier im Mittelreich. Das will ich auch meinen. Was sie tragen, gibt den Ton vor. So ist es in allen Reichen. Aber scheint jedenfalls ein schmucker junger Mann zu sein, ja? Nun ja, für einen Garretter sicherlich. Apropos Wusstet junger ihr Mann, das, mein... habt ihr eigentlich gehört, dass vor ein paar Tagen irgendein Marschall hat einen Schwertmeister hier umgebracht? Habt ihr das mitbekommen? Stand im aventurischen Boot. Habt ihr das mitbekommen? Ja, diesen Artikel haben wir gelesen. Ja. Hat mich schon ziemlich verwundert, dass man so ausrastet und dann... Na gut, die Verbannung war dann, glaube ich, auch schon rechtmäßig. Da hat er einfach nur mit den Schultern gezuckt und gesagt, ja, was auch immer die Reichsregentin befiehlt, er tut's. Für sie geht er auch in den Tod, wenn sie befiehlt, aber kann ich auch nicht gar nicht verstehen, warum man jetzt, wo sich die Heere sammeln, kann ich das gar nicht verstehen, dass man, so einen Marschall wegschickt. Nun ja, er hätte etwas diskreter sein können. Etwas diskreter, naja. Hätte ihm nicht das Auge ausstechen dürfen. Nein, ich meine, er hätte etwas diskreter im Umgang mit seiner Liebschaft sein können. Oder diese ja, gut, überhaupt wenn, hinterherstellen, wenn, wenn schon ein Krieg droht. Was heißt diskret? Ich meine, wenn man dann eben im Bett liegt und der Mann kommt rein, dann kann man sich auch nicht mehr im Schrank verstecken. Man treibt es auch nicht in fremden Betten, sondern man sucht sich eine Unterkunft, die... nicht von der gleichen Klientel frequentiert wird. Ja, so wie ich das verstanden habe, hat die Frau ihm das gar nicht erzählt. Also der Oberst Alrik sollte das, glaube ich, gewusst haben. Also sie sagte, sie sei frei vor Travia und dass es dann doch nicht so war, sollte man der Frau anlasten. Kann das schon verstehen, aber dass der gute Schwertmeister Jost Adersin, dass er dann auch den Oberst gefordert hat. Das ist nur zu verständlich. Er hat sein Gesicht verloren. Und während wir davon sprechen, Gesicht zu verlieren, Jala. ja. Ich werfe dem Ritterkönig eine Flöte zu. Euer Hoffnung geworden. Wollt ihr da wohl ein paar Töne spielen, während ich etwas singe? Er würfelt mein Musizieren. Als guter Ritter hat er das irgendwann mal gelernt. Das ist natürlich okay. Er wird sowas wie 5 Punkte übrig haben für die Blockflöte. Mhm. Raphim klatscht wohl im Takt mit. Und dann singe ich einfach mal. Gucken wir uns das mal an. Ihr seid mein und ich will euer sein. Und dessen sollt ihr euch gewiss sein. In Rondas so verschlossen wie in meinem Herzen. Und... verdammt. Ich bin berührt. Ja, sie wartet, als ob das schon alles wäre. Und liegt auch die ganze Welt in Sünden, so tut's mir noch ganz arge weh. Ich glaube, ich muss erblinden vor eurer Unschuld, Schnee. Famos. Ganz famos, sie klatscht so total künstlich und die ganzen Hofdamen, die da rumherum stehen, eben so. Ich suche mir irgendjemanden zum Duellieren. Dann fällt mir auf, ach ja. Ich freue mich so, dass ich euer Minnefräulein sein darf. Ich glaube, morgen Abend wird ganz famos. Der große Ball im Thronsaal der alten Residenz. Zu dem wir natürlich alle eingeladen sind. Ja, natürlich. Ihr nehmt ja beim Turnier teil. Ich freue mich dann. Bis morgen. Neige noch einmal das Haupt und lasse sie einfach gehen.
Guck ich kurz Isaron an. Guck ich Rafim an. Rafim ist glücklich. Ganz wunderbar. Hat mir gefallen, Jalan. Dann nehme ich ihm sein Bier weg und mach das leer. Das hat ihr, dass ihr wohl die Klappe haltet. Höhepunkte, alles, was man braucht. Sein Gesichtsausdruck ist so irgendwo zwischen Entsetzen und Amüsement. Dass ihr wohl alle Worte die Klappe haltet. Ja, herrlich. Das war sehr unterhaltsam. Anderer Verfluchter, sowas hat man uns doch nicht beigebracht damals. Ihr sollt noch ein wenig üben, fürchte ich. Ich kann euch gerne etwas Nachhilfe geben. Bringt mir doch lieber einen von diesen eurasischen Tänzen bei. Das ist eine hervorragende Idee. Ja, dann macht doch mal was vor, Abelmir. Ihr habt doch gerade feine Kleidung an, das ist doch gut zum Tanzen. Isaron? Genau, lasst mal sehen, damit wir da morgen nicht schlecht dastehen. Ich reiche Isaron formvollendet meine Hand, meine linke Hand. Mhm, ich nehme sie an. Spielt, Musikanten, spielt. Der Ritterkönig sitzt da mit der Flöte. Der Musiker. Rafim, während du dich da, wie gesagt, die Erzählstunde von Jalan war natürlich ziemlich lang und ausgiebig über die Seeadler. Und hast natürlich auch schon ein bisschen Bier getrunken. Und während du dann mal wieder nach oben guckst, kannst du sehen, wie Ömer wohl gerade wieder euch entgegenkommt. Und während Ömer vorbeikommt, kannst du hinter ihm eine schwarze Schönheit erkennen. Alara Padigan. Okay, Alara Padigan. Habe ich die Dame schon mal gesehen? Und wenn, in welchem Zusammenhang? Du hast sie noch nie gesehen, aber ihre Schönheit wird in allen Märchen gepriesen. Sie ist die Schwester von Goldo Padigan und die Kaiserin Mutter, Oma, du weißt es nicht so genau, das müsste nochmal eine Etiketteprobe, Geschichtswissen, eher Geschichtswissenprobe klären. Weil, ja gut, im Mittelreich bist du nicht ganz so bewandert. Aber die anderen können dir vielleicht helfen und wissen, wer Alara Padigan ist. Das ist Geschichtswissen, ganz normale Geschichtswissenprobe, ohne die Kulturkunde eine plus 3. Sie ist 60. 967 geboren und dementsprechend 60 Jahre. Auf den, ja, was heißt auf den Tag, aber sie ist 60. Ja, ich habe jetzt nicht so die Ahnung, wer sie ist, aber cool. Und das, was Isaron eben sagte, sieht keinen Tag älter aus als 69. Sie sieht tatsächlich so aus. Sie sieht aus wie Anfang 30. Ah. Ja, zumindest Rafim konnte sie sehen, die anderen noch nicht. Aber es ist Alara Palina. Ihr merkt, Rafim springt aus seinem Sitz auf. Sehe ich Geister? Nein, ich bin so offen. Ach, Ömer, geh doch mal ein Stück zur Seite. Achso. Ja, genau. Dreh dich um, Ömer. Siehst du sie auch? Ah, Kalian. Meine Fresse. Wenn ihr merkt, Rafim fängt an mit seinem Handy zu rechnen. Das kann doch nicht. Nein, das kann doch nicht. Immer. Komm mal her. Ja. Wisst ihr, wer Alara Panigan ist? Ich war mit einer hohen Persönlichkeit. Richtig. Ja, gut, scheint alles geklärt. Richtig. Die Frau hinter euch, wie alt ist die? Schätzt mal. Ich zeig ganz offen. Zwischen 25 bis 30 Götterläufe würde ich schätzen. Würde ich auch sagen, Aber dann kann sie es nicht sein, sie ist doch viel netter. Ich weiß nicht, ob ihr auf euch steht, aber ihr könnt ja einfach mal irgendwie nett fragen. Lade ich ein Bier ein. Erstmal muss Abelmir jetzt seine Tanzkünste hier vorführen. Ich kann mich morgen ja nicht komplett blamieren. Aber wenn sie hier ist, ist das gut. Die wird bestimmt morgen auch da sein. Muss nachher Ausschau halten. Ja, ich würde sie Isaron probieren, galant über das. Über die beengte Fläche des Zeltes zu geleiten und es gelingt mir mit anmutigem Schwung, sie durch eine Kuslikana zu führen. Seltsamerweise spielen auch das gerade Saltatio Mortis.
begleitet von den Klängen der Barden, die du nicht sehen, aber hören kannst. Isaru, trittst du ihm auf die Füße? Ja, schauen wir mal. Ja, so ein bisschen. Das ist kein Schicksal. Da war der Ding. Der. Kann ich probieren auszuweichen? du kannst ihre Punkte abfangen mit deinen 5 Punkten. Ja, das erlaube ich. Dann würde ich sie durch den mit galanter Hand durch diesen Tanz führen und verzeiht, mir ist dieser Tanz gar nicht bekannt. Ihr tanzt hervorragend, darf ich sagen. In Tobrien gibt es wahrscheinlich nur den Ententanz. Ihr seid ein wahres Naturtalent, könnte man sagen. Das sieht aber schon sehr extravagant aus, aber ich bin mir sicher, dass wir damals auf dem Ball nicht, ich weiß nicht, ein Eklat auslösen. Nun, habt ihr eine bessere Idee? Wollt ihr es einfach probieren? Seht, den linken Fuß packt ihr dorthin, nach den nächsten 2 Takten schiebt ihr eure Hüfte nach vorne und setzt den rechten Fuß dorthin. Aber wenn ich die Hüfte so schiebe, was mache ich dann mit dem Schwert? Das schlägt doch die Leute. Ihr tragt natürlich beim Tanze kein Schwert. Das tragt ihr auf dem Rücken, Jala, denkt doch mal mit. Nicht bei Orken. Ihr müsst natürlich das Schwert ablegen. Und ihr dürft auch keine Panzerhandschuhe oder ähnliches Fußwerk tragen. Aber mir das letzte Mal habe ich das Schwert abgelegt. Da hatte ich 5 Bandstrahler um mich herum, die mich durchsuchen wollten. Und ihr werdet beim Tanze kein Schwert brauchen. Aber wenn ich doch keine Panzerschuhe anhabe, was passiert denn dann, wenn mir alle auf die Füße treten? Das ist das Geheimnis. Man tritt sich nicht auf die Füße. Und was passiert, wenn einer von denen ein Attentäter ist und Gift an den Schuhen hat? Durchaus möglich. Ihr fabuliert. Wie viel habt ihr schon getrunken? Ein halbes Fass? Vielleicht? Nun ja, dann wird euch das Tanzen vielleicht leichter fallen. Ich will euch ein paar einfache Schritte zeigen. Folgt mir. Ich nehme halt jetzt Jalan, stelle mich hinter ihn und probiere ihn mit der Hand und den Füßen zu führen und die Schritte sofort zu tanzen. Dass du deine Hand ja wohl aus meinem Schritt lässt. Sieht zwar wahrscheinlich ein bisschen merkwürdig aus, aber das wird wahrscheinlich funktionieren. Oder ich würde ihn vor mich stellen und er macht die Schritte einfach nach. Das war einfacher. Ja, ich bin dabei. Rafim steht auch auf und ist dabei. Rafim, komm ganz kurz, ich muss euch ganz kurz irgendwas sagen noch. Ah, ja. Warte. Noch nicht anfangen. Ich komme gleich wieder. Ja, was ist denn? Immer steck den Kopf zu dir und komm mit dem Kopf ein bisschen runter, dass ich was leiser sein kann. Ja, warte. Er legt seinen Kopf zu seitlich, ja? Pass auf, ich würde jetzt aufhören, hier etwas zu essen und zu trinken. Ich habe gehört, wie jemand gesagt hat, dass er dich loswerden will. Und so ein Typ, der Reichserzmarschall und so ein Typ vom Berg. Und ich weiß nicht, ob die sogar dazu übergehen, dich zu vergiften. Pass auf, was du momentan hier isst und trinkst. Miese Ratten! Und ich schmeiße mein Bier auf den Boden. Ah, tanzen! Ja, richtig. Tanzen. Genau, tanzen! Was? Tanzen! Immer tanzen! Immer komm mit! Los, komm! Tanzen! Wir tanzen! Was ist denn mit euch geschehen? Miese Ratten? Ja. Hat euch jemand wenig gekackt oder was? Ihr tanzt so wenig, da bin ich so enttäuscht von euch. Kommt, aber mir, beginnt. Ja, immer kommt auch dazu, ich will auch tanzen lernen. Richtig, richtig. Ja, dann soll ich mal die letzten Schritte oder die ersten Schritte der Kuslikaner ihnen vortanzen und sie müssen halt nachtanzen. Sieht wahrscheinlich so ein texanischer, wie heißt dieser texanische Tanz? Line Dance. Genau. Ich kann ja mal würfeln, dann gucken wir mal, wie erfolgreich das ist. Gucken wir mal, wie lernfähig wir alle sind. Ja, also Rafin ertritt ich wohl 2-mal, aber sonst. Kommt abgesehen davon, nicht. Dass ich Abelmir dauernd mit dem Schwert zurückhaue. Abelmir kriegt 1-6 Schadenspunkte. Schön. Hochwohlgeboren, warum zeigt ihr uns nicht, wie man in Garret tanzt? Abelmir, wenn du ständig vor den Leuten herläufst, dann ist doch klar, dass die dich treten. Ihr sollt ja auch neben mir tanzen. Rafim, es kommt alles aus der Hüfte. Genau, schaut auf immer. Wieso kannst du das so gut? Warte mal. Ja, und so? Danos von Luring schließt sich wohl auch gerade mit Abelmir Castelvan an. Und so tanzt ihr verschiedene Tänze. Irgendwann fasst ihr euch dann auch an den Schultern, tanzt dann eine Bolognese durch die Zeltreihen und verschiedene andere Leute schließen sich dann euch an. Die Löcher aus dem Käse. So dass ihr dann gut gelaunt
Ja, gut, es gibt zwar einen schwarzen Ritter, aber ihr seid hier, um zu feiern. Das ist so erstmal die Hauptsache. Und ja, klar, er mag zwar jetzt zwei Runden gewonnen haben und Jalan hat zwar nur verloren und ihm keinen Schaden beigebracht, aber es fühlt sich trotzdem irgendwie wie ein kleiner Sieg an. Wir haben ihn bei den Eiern, den kriegen wir schon. Genau das. Also, es ist erstmal gute Laune. Bis dann, ja, Danos von Luring sich aus der Schlange löst und von einem, ja, almadanischen Castellero, einem, ja, irgendeinem Mann herausgenommen wird und sie wohl irgendwas besprechen. Bis dann Danos von Luring ein bisschen sorgenvoll aussieht und dann auch, ja, den Platz hier verlässt. Kriege ich das mit? Könnt ihr mitbekommen. Ihr seid, wie gesagt, in der Reihe vor oder hinter ihm und könntet dann noch kurz sehen, wie er dann aufbricht oder aufbrechen möchte. Überlegt noch kurz, was er einpackt, lässt sein Schild hier, nimmt dann aber noch so ein Schwert mit, ein Kurzschwert, was er sich dann an den Gürtel packt. Löse ich mich auch mal. Alle ihm mal mehr oder minder unauffällig hinterher. Hab immer packt Rafim, kommt. Und scheint auch Jalan dahergehen zu wollen. Wir tanzen hier gleich weiter. Auch wohl gut. Ja. Das ist etwas gedämpfter. Ihr seht aus, als gäbe es Ärger. Was heißt Ärger? Ja, es gab einen Vorfall. Mir hatte eben gerade Don Eslam von Eslams Bad etwas gesagt, wie Selindian Hal ist verschwunden. Ich werde ihn jetzt suchen, zusammen mit Don Eslam und ein paar anderen. Wenn ihr so geneigt seid, will ich mich doch gerne anschließen. Er schaut so auf die anderen Helden, die dir ein bisschen hinterherkommen, sich auch aus der Schlange gelöst haben. Ich weiß nicht, was immer er damit Rafim bespricht, aber falls Isarun und Abel mir auch auftauchen, dann nickt er dem zu. Ja, sicher. Bestimmt. Das darf nicht an die große Glocke gehängt werden. Wie gesagt, Dom Eslam ist als Wache eingeteilt und sollte eigentlich auf ihn aufpassen. Ihr wisst, wer Selindian Hal ist. Selbstverständlich. Er ist der König der Almada und der Zweite in der Thronfolge, wenn ich mich nicht irre. Genau das. Wenn Rohaya etwas passieren sollte, dann ist er der neue Kaiser. Oder Reichsregent. Hoffentlich. Wann und wo wurde er zuletzt gesehen? Jalan. Immer kommt dazu, packt ihn auf die Schulter. Wir sollten zum Osttor. Ich habe ein paar Dinge mitbekommen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, der wird außerhalb der Stadt gebracht und... Ich könnte jetzt sagen, wohin, aber das darf ich nicht. Also, das darf ich nur euch sagen. Also, los! Euer Hochwohlgeboren, eine Sekunde, ich schließe ihn gleich auf. Trete ganz kurz mit ihm aus. Pass auf, ich hab. Die anderen sind jetzt auch bei uns, nur die Helden. Ja, also, ich gesagt, die Köpfe zusammenstecken. Nur Helden, ja? Alle, die. Ich hab gesehen, wie dieser Alban von unter aller Tissen, der Minne von euch, Isarun, wie der Mann sozusagen in das Zelt gegangen ist zu diesem diesem vom großen Fluss, diesen Hagrobald und dem Reichserzmarschall. Und irgendwas wollen die tun und irgendwen wollen die verstecken, wohl auf Burg Rabenmund, wenn ich es richtig verstanden habe. Aber doch wohl nicht den König. Das weiß ich nicht, ob das jetzt zusammenhängt. Lass uns das einfach nochmal ganz kurz eruieren. Die wollen auf jeden Fall mit uns für irgendwas sprechen, um irgendwie den um den aktuellen Marschall zu schützen. Und die haben auch irgendwas gesagt von wegen, dass sie Rafim loswerden wollen. Dieser Typ, dieser vom Berg scheint da irgendwie so ein... Dieser Reichserzmarschall scheint da irgendwie einen Hals gegen Rafim zu haben oder gegen Alan Fana. Zumindest habe ich das so raushören können. Ganz offensichtlich konspiriert. Pass auf, der Alvan, dieser Typ, der das Gesang hat, der den Text, den ihr so alle so komisch fandet, da gab es ein paar Stellen drin, die man im Straßenjargon genauso benutzt. Aber, Gott, wie soll ich das sagen? Ihr meint versteckte Bedeutungen? Ja. Gut. Welche? Ich kenne irgendwas mit dem Osttor nicht aus. Und irgendwas mit Orks. Orks? Jetzt noch? Blute. Wir gehen der Sache nach. Ich werde nur kurz dem Ritter Bescheid sagen, ja. Orks könnten wir jetzt überhaupt nicht gebrauchen. Ich gehe da wieder zurück. Einfach nur ringen. Ihr schließt euch der Suche an? Wir haben einige Hinweise erhalten. Wir werden die Suche wohl erst einmal Richtung des Osttores anfangen. Ich schlage vor, dass ihr hier im Lager beginnt, oder wo auch immer ihr gerade hin wolltet. Und wir in einigen Stunden wieder aufschließen und unsere Ergebnisse vergleichen. Wir wollten von hier aus in Richtung Westen aufbrechen. Wie gesagt, das muss unter uns bleiben. Ich vertraue euch, weil ihr Helden seid, aber... Wenn ihr ihn seht,
ihr dürft ihn nicht wecken. Der Großfürst, er ist ein Traumwandler. Folgt ihm, wenn er in seiner, wie gesagt, es ist dunkel, wenn der Mond am Himmel steht. Es kann sein, dass er entrückt ist. Ihr dürft ihn nicht wecken. Was passiert dann? Ihr dürft ihn nicht wecken. Wir werden ihn nicht wecken. Er wird wahrscheinlich eine Version von Boron haben, erst von ihm auserwählt. Eine Gesichte oder so etwas. Hört ihm einfach zu, wenn er irgendetwas reden sollte. Falls ihr ihn entdecken solltet, weckt ihn nicht. Gut, falls wir ihn finden sollten, lasse ich sofort nach euch schicken. So, Boron will die Götter mit euch. Und mit euch. Gut, Ömer, für den Weg. Ja, wollen wir uns irgendwie noch eine Bewaffnung holen oder das nicht? Ich bin bewaffnet, aber ein Kettenhemd wäre vielleicht nicht schlecht. Ich habe keinen Bogen, ich habe nur mein Säbel dabei. Ich bin auch nicht bewaffnet. Wie schnell können wir bei Protzen zollen? Das dauert schon ein paar Minuten, bis wir da unten sind. Wir verlieren Zeit. Gut, warum bringst du dich nicht zum Tor und passt auf, dass dort niemand uns durch die Lappen geht und wir bringen deinen Bogen mit? Okay. Ömer, ich gehe mit dir mit. Ich habe zwar nicht meine gesamte Rüstung, aber ich habe mein Schwert. Ich bin normal ausgerüstet. Ich werde auch mit zum Osttor kommen. Gut, ich hoffe, dass ich nicht so falsch liege und jetzt gerade Dinge durcheinander bringe. Oh mein Gott. Gut, Abelmeer, wenn wir Glück haben, sitzt da auch Kiaras bei Brutzens. Wir wollen hoffen. Dann mal los. Ja, dann im Dauerlauf wahrscheinlich. Immer der sich nochmal versucht, an die Gespräche zu erinnern, führt die Leute zum Osttor und hofft, dass er jetzt das wirklich das richtig macht. In Richtung Romelisa Tor. Ja. Ist ja dann im Süden Ganrafim den Chor-Tempel, den Tempel des Manticor erahnen und hört auch die Schlachtrufe von ihnen, die sie da gerade ihr Blut einweihen. Im Norden Bardewick und das Tobria-Viertel. Kennt sich irgendjemand von euch gut aus mit Fährten lesen? Falls wir die Fährte irgendwie draußen lesen müssen, außer der Stadt? Relativ, aber es wird schwierig. Vor allen Dingen bei so vielen Fährten hier. Das ist gar nicht. Das ist das auch immer schwierig. Südlich von euch könnt ihr Rabenkrächzen vernehmen. Einige Vögel, die dort oben sitzen, auf den Krähensteinen. Da, wo laut Ragnars Gerüchten, von Ragnars Sagen und Legenden wohl Hexen sitzen. Der Hexenzirkel von Gareth in den Krähensteinen. Aber das waren zwei Raben.